Herzlich willkommen zur ersten Live-Session in diesem Jahr und schon in unserem vierten und letzten Modul des WMOOCs. Dirk, magst du den Gerald vorstellen? Soll ich kurz was sagen? Gut, ich kann das heute mal mit der Vorstellung machen, weil Gerald und ich kennen uns schon mehr oder weniger intensiv seit sehr vielen Jahren, weil er gehörte Genau. ja zu den Gründungsmitgliedern der GFWM, also Gesellschaft für Wissensmanagement. Und dort war ich auch relativ zeitig schon Mitglied gewesen, sodass ich ihn aus dieser Zeit kenne und habe dann auch mitgekriegt, so seine Entwicklung im gesamten Medienumfeld, dann oder die Arbeit für die duale Hochschule in Baden-Württemberg. Und ich fand die Dinge, die er dort bewegt hat, aus den Gesprächen, die wir in letzter Zeit hatten, so interessant, dass wir gesagt haben, in Ordnung, da wird eine Live-Session Sinn machen. Die bringt vielen was, gerade jetzt in einem Jahr, wo Digitalisierung gerade von Bildungsinhalten doch eine größere Rolle spielt. Und das mal im Kontext so einer gesamten Hochschule zu sehen, mit jemandem, der sich mit diesen Digitalisierungsthemen seit Jahren auskennt und das betreibt und auch unterrichtet teilweise. Da dachte ich, das passt sehr gut für uns und ich freue mich, dass Gerald bereit war, da mitzumachen und würde ihm aber das Wort übergeben, weil er kann sich besser vorstellen, als ich das machen kann. Ja, ganz lieben Dank und herzlich willkommen an die Runde hier. Ich freue mich sehr, hier in dem erlesenen Kreis dabei zu sein und finde es persönlich auch mal super klasse, wenn sich so etwas aus so einem Prozess entwickelt, ja, und nicht, weil jetzt irgendwie ganz situativ ganz schnell mal was gemacht werden muss. Das finde ich ganz toll. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich selber bin also aktuell in meinem Hauptjob Professor und Studiengangsleiter für einen Studiengang Digitale Medien, heißt der. Das ist an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Die Süddeutschen kennen das alle. Das waren vor vielen, vielen Jahren die ehemaligen Berufsakademien, die jetzt seit 11 Jahren zu einer vollständigen Hochschule generiert gewachsen sind. Und dieser Studiengang Digitale Medien wird besucht von Bachelor-Master-Leuten, die sich mit, ja klar, wie der Name sagt, mit digitalen Medien beschäftigen. Und wir beschäftigen uns dann insgesamt damit, wie man digitale Medien im privaten, aber auch vor allem im beruflichen Kontext, gerade in Unternehmen, für Marketing- oder Kommunikationsabteilungen produktiv einsetzen kann. Das heißt also, ich bin auf der einen Seite den ganzen Tag damit beschäftigt, Medien und Content zu produzieren. Und auf der anderen Seite aber, weil ich schon so lange in diesem Geschäft drin bin, eben auch den, ja, Luxus, kann man schon beinahe sagen, habe, auch durch meine Stellung an der Hochschule, dass ich nichts zu verkaufen habe und dadurch auch kritisch natürlich mein eigenes Fach beäuge und das auch sehr rege publiziere seit vielen Jahren. Das heißt also, ich bin schon so ein bisschen auch kritisch unterwegs bei dieser ganzen Geschichte. Und so ist es denn auch mit meinem Vortrag, beziehungsweise mit meinem Input, den ich jetzt als Diskussionsinput verstehen möchte. Und starten wir da gleich mal rein, weil ihr seht ja, dass der Titel, insbesondere natürlich der Untertitel, ja schon quasi provozierend ist. Denn es kommt aus meiner Historie heraus, dass ich mal vor einigen Jahren, ich glaube 6 Jahre ist das jetzt schon mittlerweile her, eine Publikation hatte. Und das Buch Die Lüge der digitalen Bildung habe ich geschrieben, vor 7 Jahren begonnen, vor 6 Jahren das erste Mal publiziert, aus einem Frust heraus. Und dieser Frust entstand, dass ich in den vielen, vielen Jahren, in denen ich mich vor allem auch in der Bildung und in meinen ganzen Bildungsaktivitäten mit digitalen Medien beschäftigt habe, selten irgendetwas funktionierte. Das war natürlich immer schon die Technik, die vor 10 Jahren viel proprietärer war als heute. Das war auch ich, der keine Lust hatte, irgendwie mich in digitale Didaktiken einzudenken. Das waren Teilnehmer, Studenten, Schülerinnen, Schüler, die auch keinen Bock auf dieses ganze Digitalgedönst hatten. Und irgendwie dachte ich, Mensch, jetzt musst du dich damit mal beschäftigen. Und habe dann festgestellt, und das ist die Kernaussage dieses Buches, dass es bei Erwachsenen eigentlich gar nicht so sehr das Problem ist, aber insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ein viel höheres Problem darstellt, wenn man nun so einen automatisierten Mindset pflegt, im Sinne von, je früher ich meine Kinder und die Jugendlichen mit Digitalzeugs beschäftige, umso medien- und digitalkompetenter werden sie. Und in diesem Buch widerlege ich exakt diese These oder diese Wahrnehmung, die viele Menschen haben. Also die Hauptthese lautet, eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins Digitalzeitalter. Also wer Lust hat,
da einzusteigen, den empfehle ich das gerne mal. Es gibt mit Videos, Vorträge auch bei YouTube und Co. Also man muss es jetzt nicht sofort kaufen. Man kann sich das auch erstmal kostenlos herantasten. Also wer sich dafür interessiert, dem kann ich das empfehlen. Das ist aber so ein bisschen so mein Hintergrund zu diesem Thema heute und erklärt so ein bisschen auch den Untertitel. Ich bin also so wie so ein Januskopf unterwegs. Auf der einen Seite produziere ich den ganzen Tag digitale Medien und sorge dafür, dass Menschen das nutzen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber eben genau dieses Fach kritisch. Naja, und das kommt halt daher, dass wir irgendwie zwischen Bedenken und Erwartungen uns immer wieder bewegen. Wir erwarten also, dass durch die Nutzung von digitalen Medien wir häufig schlauer werden, effizienter, produktiver, dass wir durch Videokonferenzen viel mehr leisten können, viel mehr abarbeiten können, dass wir, wenn wir Videos bei YouTube oder woanders auch schauen, dass wir dadurch sehr schnell Informationen bekommen. Und ja, diese Erwartungen werden überall dort erfüllt, wo Menschen es gelernt haben zu lernen. Wo also diese autodidaktische Fähigkeit, sich durch Selbststudium, mit welchem Medium auch immer, ne, Buch, Zeitung, Zeitschrift oder auch Video oder was auch immer im Internet, wenn jemand also gelernt hat, sich autodidaktisch mit Informationen über verschiedenen Kanälen Wissen anzueignen, jo, dann ist das richtig. Das können dann diese Menschen und die nutzen das dann auch. Und da reden wir ungefähr in Deutschland von aber nur 40-50%. Im jugendlichen Bereich und im Kinderbereich sind die Zahlen ganz anders. Selbst bei Studierenden sind diese Zahlen ganz anders. Da kann das vielleicht jeder Dritte, jeder Vierte erst. Und wir reden von 20- bis 25-Jährigen. Also, auf der anderen Seite pflege ich aber auch Bedenken, und die auch zu Recht, wie ich finde, dass diese überzogenen Erwartungen, die wir häufig an diesen digitalen Medien haben, im Sinne von, bin ich digital, bin ich automatisch schlauer, dass diese Bedenken einer wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Also nicht nur, weil irgendwie ich aus dem Bauch heraus dagegen sein will, um irgendwie Bücher zu verkaufen oder Artikel zu verkaufen, ganz im Gegenteil, sondern das basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich gebe hier nur einen ganz oberflächlichen Einblick in diese Studienlage, was die Bedenken angeht, möchte mich aber zugleich im gleichen Umfang hoffentlich auch mit den Erwartungen beschäftigen, nämlich dann tatsächlich mit der Frage, ja, wie kann es denn jetzt richtig funktionieren? Also ich suche so den Mittelweg, wie ihr seht, ne, mit diesem Pfeil symbolisiert. Also wenn man mal so ein bisschen in die Vergangenheit hineinschaut, dann habe ich mal zusammengefasst, was so die Historie des computerunterstützten Lernens eigentlich ist. Und über das, worüber wir heute reden, seit 2020 mit der Corona-Pandemie natürlich ja, sehr, sehr engagiert auch in der gesamten Bildungslandschaft, ist, dass wir eigentlich über nichts Neues reden. Wir sehen, wenn man mal von oben nach unten liest, also das mal zeitlich chronologisch aufgegliedert, dass diese ganzen Buzzwords und die Konzepte, die man dahinter kennt, weiß oder auch nur vermutet, nichts Neues sind. Wir haben schon vor 10 Jahren über virtuelle Hochschule gesprochen. In Bayern gibt es die sogenannte virtuelle Hochschule Bayern, die quasi schon im MOOC-Sektor unterwegs ist und damit auch ein bisschen Geld verdient, nicht viel, aber immerhin. Es ist eine sehr stark subventionierte, staatlich subventionierte Hochschule. Wir haben dann die Open Resources und die MOOCs so seit 5 Jahren ungefähr in der Diskussion. Wir reden seit wenigen Jahren, insbesondere in den USA, noch über Big Data Education, also das Lernen über Massendaten. Und heute und in Zukunft werden wir vermutlich immer mehr über Roboter lernen, über das sogenannte Deep Learning sprechen, indem uns also das Lernen von Maschinen abgenommen wird, sodass wir eigentlich nur noch die Erkenntnisse des Gelernten von Maschinen nutzen müssen, dass wir also gar nicht mehr selber lernen müssen. Das ist das, was heute und was vor allem auch in der Zukunft und vor allem natürlich aus dem informationstechnischen Sektor, Stichwort Silicon Valley, China, Japan, massiv, massiv vorangetrieben wird. Und warum wir heute über solche Gegenwarts- und Zukunftsszenarien so viel sprechen und in den Medien so viel wahrnehmen, liegt daran, dass in diesen 3 benannten Ländern und Bundesstaaten, also Silicon Valley, China und Japan insbesondere, dass hier mit staatlichen Hilfsmitteln und Geldern diese Technologie massiv vorangetrieben werden, weil man hier Zukunftsmärkte sieht. Das ist
ganz, ganz typisch für diese drei Länder, dass sie extrem viel Geld investieren und sammeln, um dann daraus auch Zukunftsmärkte zu entwickeln, aus denen dann wiederum quasi monopolische Organisationen entstehen können. Ne? Und dass es das gibt und dass das so ist, das sehen wir an Google, Facebook, Apple und Amazon seit vielen, vielen Jahren schon. Also wir sehen eigentlich dann nichts Neues. Wenn man sich aber mal direkt dort hinein bewegt, und da kann ich jeden nur einladen, mal in die großen MOOC-Anbieter wie Udacity beispielsweise mal hineinzugehen und sich dort mal einzuschreiben und solche Lernprozesse mal zu machen. Das ist jetzt ein Exkurs, ganz, ganz fieser Chart, weil das ist der zweite, der so Bullet Point aufgezogen ist. Ich fasse das aber kurz zusammen. Ihr müsst das nicht lesen. Der Schulmeister, Professor Schulmeister, ein Pädagoge und Didaktiker der Uni Hamburg, der jetzt schon seit einigen Jahren emeritiert ist, hat sich mal kurz vor seiner Emigration mal mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern in mehrere MOOCs bei Udacity eingeschrieben und hat dort studiert. Hat also genau das gemacht, was viele andere Menschen auch machen und hat das dann alles aufgesammelt durch Gespräche und Interviews, auch mit den Organisatoren und mit den dortigen Dozenten, quasi eine komplexe Datensammlung erstellt, das dann auch publiziert und hier einige Erkenntnisse heraus. In eigenen Worten geschrieben, wenn wir uns in so ein automatisiertes Online-Lernen begeben, in dem wir in diesem Beispiel sogar konkret akademische Abschlüsse gewinnen können, haben wir eine extrem hohe Abbrecherquote. Und diese hohe Abbrecherquote, die bis zu 90% bewegt, also wenn 90 Leute irgendwo anfangen, sich für einen Online-Kurs einzuschreiben, sind am Ende nur noch 10% da, also 10 Leute da. Und davon machen wiederum nur 50% überhaupt einen Prüfungsabschluss. Das heißt also 5 von 100, das sind 5%. Wenn wir also denken, dass das Anbieten von Online-Kursen automatisch auch zu mehr Vergesellschaftlichung und Demokratisierung führt, dann sagen diese Erfahrungen, das kann nicht so ganz passen, denn es fehlt den Menschen von Beginn bis zum Ende so eines Kurses etwas ganz Wichtiges, was ich anfangs schon sagte, nämlich diese autodidaktischen Fähigkeiten. Und im Kern bewegt sich hinter diesen Erkenntnissen etwas ganz Wichtiges, was eigentlich total trivial ist, aber deswegen so wichtig ist, weil wenn man Lernprozesse gestaltet, es eine wahnsinnig signifikante Konsequenz hat, wie ich das tue. Nämlich, dass das aus der Distanz zu lernen, über mit welchen Medien auch immer oder mit strukturierten MOOCs oder, das für einige Menschen super klasse ist, die aber sich von den anderen 90%, nämlich durch die Fähigkeit des autodidaktischen Lernens unterscheiden. Habe ich also hier diese Lernfähigkeit mir nicht angeeignet, respektive durch meine Sozialisation nicht erhalten aus Eltern und Schulhäusern, dann habe ich natürlich auch Schwierigkeiten, mir autodidaktisch, über welche Medien auch immer, mir akademisches oder auch handlungsorientiertes Wissen anzueignen. Das ist das, was der Schulmeister hier konkret durch seine Studien in der Summe herausgefunden hat. Und das hat natürlich dann klar Konsequenzen. Da komme ich dann später nochmal sehr ausführlich drauf. Okay, na, da gehe ich jetzt mal so drüber. Also, wenn man jetzt auch nochmal fragt, da gibt es ja zahlreiche Studien, warum denn jetzt in den Schulen heute Informationstechnologie und dieses sogenannte digitale Lernen nicht funktioniert, dann hat das eben genau diese drei Aspekte, dass die Techniken nicht funktionieren oder nicht vorhanden sind. Da sagen dann viele, okay, dann hauen wir jetzt mal 5 Milliarden Wanka-Geld rein von der ehemaligen Wissenschaftsministerin, dann haben die alle WLANs und dann haben die alle Tablets und dann haben die natürlich alle Tablets von Apple. Klar, es sind dann immer die iPads, klar, immer das Teuerste, immer rein das Zeugs. Geld muss ja weg. Und dann sieht man, okay, diese Geräte sind dann da. Und dann schaut man sich in den Schulen um, was ich sehr intensiv tue. Ich habe ja auch selber eine 11-jährige Tochter am Gymnasium und sehe dann, die Lehrer wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Die kriegen ein iPad vom Rektor und sagen, der Rektor sagt dann, mach mal Online-Lernen, Corona-mäßig. Und dann sitzt dann der Lehrer oder die Lehrerin da und sagt, toll, damit kann ich jetzt endlich meine Netflix-Folgen auch auf dem Klo angucken. Aber was mache ich denn damit in meinem Unterricht? Also sind Lehrer grundsätzlich eher skeptischer Art, was den Einsatz von digitalen Medien angeht. Man könnte es jetzt sogar auch hart formulieren, die haben keinen Bock darauf. Aber so ist es nicht. So einfach kann man sich das nicht machen. Es gibt einige Lehrer, die sehr motiviert da hineingehen,
die sehr gutes Zeugs produzieren in Content, die also sowohl Geräte als auch Netzwerke als auch Software didaktisch versuchen, in ihren Unterricht einzubauen. Jetzt kommt wieder das große Aber, es sind sehr wenige. Wir wissen es nicht genau aus Datenmaterial, aber ich schätze, es sind 10-15% nur unserer Lehrer. Der Rest bleibt skeptisch und Skepsis gleich Angst, gleich mache ich nicht. Das heißt also, wir haben natürlich hier auch eine Dimension, die einfach nicht so einfach zu lösen ist. Ne? Wenn man sich, dann sagt man irgendwie so, naja, dann kommen doch jetzt die jüngeren Lehrer, die jetzt irgendwie so Ende 20, Anfang 30 sind, kommen jetzt in den Schuldienst. Die müssten das denn doch machen. Leider ist das nicht so. Die pädagogischen Hochschulen haben wir in Heidelberg hier ja eine sehr große und sehr bekannte, renommierte Hochschule, ist ein Beispiel darüber, wo man feststellen kann, dass die jungen Leute eben ja nicht so automatisch, weil sie so gerne mit ihren Smartphones daddeln und wischen, auch automatisch sich überlegen, wie ich das jetzt in meinen Unterricht einpflegen kann. Das heißt also, auch von den Jüngeren herrscht eine Skepsis, die einfach handlungsleitend und prägend ist. Und dann kommen drittens noch die Schüler dazu, die auch noch skeptisch sind, weil Schüler sind grundsätzlich jünger als ihre Lehrerinnen und Lehrer und sind natürlich in den digitalen Medien ganz anders unterwegs, als wir Älteren es sind. Ja, die gucken schon mit 7 Jahren 7 Stunden Netflix. Ja, das machen wir erst, wenn wir in Pension sind, wenn wir die Zeit haben. Aber man sieht bei den Schülern, sie haben eben auch nicht diese Medienkompetenz im zielgerichteten und die autodidaktischen Umgang mit digitalen Medien. Aber sie können wunderbar wischen. Also glauben wir, dass weil sie so toll Smartphones und Tablets bedienen können, dass sie auch in der Lage sind, sich autodidaktisch auf Lernziele hingerichtet Inhalte zusammensammeln können über die digitalen Medien und sie dann kognitiv so verarbeiten, dass sie eine Erkenntnis gleich Wissen generieren können. Das ist leider nicht so. Das heißt also, wir haben jetzt Stand heute so ein Konglomerat von zentralen skeptischen Barrieren in Deutschland, die dazu führen, dass wir in der Corona-Zeit im letzten Jahr, und wir haben sicherlich einige dabei, die Kinder, schulpflichtige Kinder zu Hause haben, so ganz skurrile Beobachtungen machen konnten, so wie ich, dass die Schulen geschlossen sind und in der Fernlehre einfach nichts funktioniert. Und zwar völlig egal, welche Plattform oder welche Technologie dort genutzt wird, weil es einfach an ganz vielen Fähigkeiten und manchmal an Willen und häufig auch an Motivation und manchmal einfach auch an Unwissen fehlt. Warum? Und das ist so Status. Wie man damit umgehen kann, habe ich nachher eine Idee. Das heißt also, wenn man heute sich anschaut, wo im Bildungsbereich in Deutschland jetzt so digitale Medien eingesetzt werden, gibt es im Wesentlichen so 3 Bereiche. Der erste Bereich, den man sieht, ist, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, und damit meine ich im Übrigen auch Hochschullehrerinnen und Lehrer, dass viele einfach sagen, ich habe eine Unterlage, von mir aus habe ich noch meine alten Folien von 1967, die fotografiere ich jetzt ab oder ich scanne sie, also ich PDF-liere die Dinger, mache daraus ein PDF und dieses PDF schicke ich per E-Mail an meine Studenten. Super. Konnten wir vor 25 Jahren auch schon machen. Heute hat sich's herumgesprochen. Das geht. Das können alle. Das zweite ist die Anreicherung mit digitalen Medien. Das heißt, wenn ich jetzt also beispielsweise einen Unterricht mache von 45 Minuten und ich soll den Dreisatz dort erklären in Klasse 6, 5 oder 6, dann kann ich das natürlich 45 Minuten wunderbar an der Tafel machen. Aber ich könnte ja auch beispielsweise ein kleines Video darüber produzieren, wie das so ist, wenn ich 10 Äpfel habe und für 10 Äpfel 10 Euro bezahle und dann aber nur noch 3 will und dann 3 bezahlen will. Das kann ich ja wunderbar visualisieren. Das kann man auch sehr einfach am Küchentisch zu Hause machen. Und das integriere ich quasi in meine traditionelle klassische Lehre. Das nennt man dann Anreicherung mit digitalen Medien. Irgendwie so 2 Drittel analog, 1 Drittel digital. Und worüber wir aber heute reden, und das muss man wirklich differenzieren von den anderen Bereichen, ist, dass ich das fest in meinen Unterricht integriere. Und da wollen ganz, ganz viele Menschen hin, insbesondere so aus dem informationstechnischen Sektor, dass sie Lehre nahezu fast automatisch automatisieren wollen. Das heißt also, man setzt Kinder vor iPads oder Tablets oder vor was auch immer
Und dann gucken die sich den ganzen Tag irgendwas an, machen irgendwelche Tests, machen irgendwelche, wischen da auf irgendwelchen Antworten und Lösungen herum und dann lernen sie. Dass das keine Fiktion ist, sieht man an einigen Hochschulen, unter anderem auch an der Hochschule in Marburg, wo das im anglizistischen Bereich im Bachelor schon passiert. Da sind nicht nur iPads in den Vorlesungssälen, sondern da ist auch kein Mensch mehr drin. Das machen dann Roboter und der heißt dort Pepper, der dort die Vorlesungen automatisiert macht. Reine Roboterlehre. Leute, Roboterlehre. Da ist kein Mensch mehr da. Ja? Und alle Bildungsminister dieser Welt kriegen wahrscheinlich ganz, ganz große Orden oder haben sie wahrscheinlich schon und haben vielleicht sogar schon Konzepte, wie sie in Zukunft Geld an Lehrkräften sparen können mit günstigen Robotertechnologien. Genauso wie es bei der Automobilindustrie in den 70er Jahren auch begann. Das heißt also, was wir sehen ist, dass die Bildung in unserem Land vorwiegend technologiegetrieben ist. Man glaubt also, Technik löst alle pädagogischen und didaktischen Probleme, die wir seit Dekaden in unserem Land schon haben und nicht angehen. Und es ist zweitens vor allem ökonomiegetrieben, dass natürlich ein Apple oder ein Sony oder wie sie alle heißen, natürlich den ganzen Tag und Nacht tränende Augen vor Freude haben, weil sie, wenn sie wissen, dass Deutschland mit seinen 82, 83 Millionen Menschen und ungefähr 12 Millionen Schülerinnen und Schüler alle iPads wollen und ich in dem Geschäft drin bin, ich auf einen Schlag jedes Jahr 12 Millionen iPads verkaufen kann. Also Grundausstattung und dann natürlich die Ersatzbeschaffungen und die neuen Schüler. Ja? Da kommt man ungefähr so auf diese Zahlen. Also da würde ich mich doch als Deutschlandchef von Deutschland richtig ins Zeug legen. Und so hat es ja IBM beispielsweise in den 70er, 80er Jahren auch genauso gemacht. Und zweitens sieht man, dass wenn ich jetzt in der Tat lernen will oder als Pädagoge lehren will, dass eben pädagogische und didaktische Konzepte meistens so nebenbei entstehen, wenn überhaupt. Das sind so Abfallprodukte. Ah, ich zeige mein Video und dann gucke ich mal, wie das so läuft. Ja, Schüler haben gelacht. Super Unterricht. Ja, das ist aber kein super Unterricht. Das ist dann mal Belustigung. Da kann ich auch einen Witz erzählen. Brauche ich keine digitalen Medien für. Das heißt also, wir sind eher technologiegetrieben und auf der anderen Seite, was wir brauchen, findet unzureichend statt. Das ist auch Status heute. Es gibt eine zentrale Studie, die finde ich phänomenal. Die OECD hat nämlich seit vielen Jahren erkannt, in ihrer originären Aufgabe, Faktoren für das Wirtschaftswachstum der OECD-Länder zu identifizieren, dass Bildung ein Wirtschaftsfaktor ist. Die OECD ist eine der treibenden Kräfte in Europa, die unseren Kanzlerinnen und Kanzlern und Präsidenten in Europa permanent erzählt, dass wenn du viel Bildung machst, das auch viel hilft und was viel hilft, ist gut für das Wirtschaftswachstum deines Landes. Da muss natürlich ein Kanzler oder eine Kanzlerin natürlich dann vor Freude im Kreis tanzen mit ihrem Mann oder dem Lebensgefährten, indem sie sagt, okay, wenn ich jetzt mehr Bildung mache, dann geht es auch der Wirtschaft besser. Es gibt in der Tat Studien, die das belegen, aber es gibt in der Tat genauso viele Studien, die das widerlegen, dass das nicht so ist. Und wir sehen an Ländern wie Frankreich, Griechenland und Italien, dass das eben exakt nicht so ist. Die höchsten Bildungsabschlüsse gleich höchste Arbeitslosigkeit. Also man muss sehr genau schauen, welche Zusammenhänge man betrachtet, wo man wirklich versucht, Korrelation herzustellen. Aber zu sagen, Bildung gleich höheres Wirtschaftswachstum gleich höherer Wohlstand ist eine Fehlannahme. Da muss man extrem vorsichtig sein. Aber nichts anderes macht die OECD. Und diese OECD, die ja so alle zwei Jahre so eine PISA-Studien raushauen, haben die letzte große zum Thema Digital 2015 erstellt. Also noch gar nicht so lange her. Und haben ein sehr komplexes, umfassendes Forschungsdesign gemacht und haben 15-Jährige, das sind denn so, die so in der 8., 9. Klasse ungefähr sich bewegen, in Europa befragt. Man hat die Schülerinnen, Schüler befragt, Lehrerinnen, Lehrer befragt, Eltern befragt. Man hat also alles befragt, was man befragen konnte. Und das Erkenntnisinteresse war, was muss passieren, damit digitale Medien das Lernen in deiner Klasse, in deiner Schule, in deinem Lernleben verbessert? Wichtige Frage, hochspannend. Die Antworten sind ernüchternd. Zwei zentrale, also die wichtigsten Antworten habe ich mal mitgebracht.
Das, die erste Antwort ist, naja, also da in den Schulen, in denen sehr viel mit digitalen Medien gemacht wird, beobachtet man, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mit den Medien lernen, sondern sie konsumieren sie. In meiner einfachen Sprache, sie gucken Katzenvideos, lernen aber keinen Dreisatz. Das heißt also, wenn die Konsequenz daraus, wenn man also digitale Medien in Bildungsorganisationen einsetzt, dann muss man den Kindern und Jugendlichen, und das gilt für Erwachsene im Übrigen genauso, erstmal zeigen, wie man damit wirklich richtig lernt. Und wie man sich auch entsprechend in solchen virtuellen Lernumgebungen auch verhält. Das zweite Ergebnis, was ich eigentlich noch viel krasser finde, ist, dass am Ende, das sind ja Originalzitate aus der Studie, Technologie sehr, also guten bis sehr guten Unterricht durchaus anreichern kann, vielleicht sogar auch leicht verstärken kann, aber die beste Technologie kann die Lehre mit einem Präsenzlehrer oder Lehrerin nicht ersetzen. Das heißt also, alle Ansätze der Automatisierung von Lernen können nicht funktionieren. Das sagen jedenfalls alle OECD-Befragten, das sind ja eine ganze Menge. Aber man kann Technologie schon durchaus nutzen, einen guten Unterricht zu verbessern. Und jetzt die Frage, was ist eigentlich guter Unterricht? Und da hat die OECD leider keine Antwort darauf gegeben, aber John Hattie hat eine Antwort darauf gegeben. John Hattie hat nämlich in seiner Studie Antworten darauf gefunden, was sind die wichtigsten Einflussfaktoren auf den guten Unterricht? Und da gibt es eine ganze Menge, das kann man bei John Hattie wunderbar nachlesen. Was für unseren Kontext richtig wichtig und relevant ist, ist, dass als allererstes die Beziehung zwischen Lernenden, also zwischen Schüler und Lehrer, funktionieren muss. Wenn also eine soziale Beziehung da ist, also man mag sich, man findet sich sympathisch und so weiter, dann lernen Schüler besser, schneller und einfacher und motivierter. Hört. Dafür braucht man Wissenschaft. Das wusste man schon aus unserer Schulzeit. Das wusste man auch schon bei der Feuerzangenbowle. Wenn es immer nur mit dem Rohrstock auf die Finger gibt, dann lernen die Schüler halt nicht nur, weil sie müssen, aber nicht, weil sie intrinsisch motiviert sind. Und wenn einer reinkommt, wie Heinz Rühmann als Schauspieler, und da mal ein bisschen Fun macht, dann lernen die tatsächlich Dinge, die sie sonst freiwillig nicht lernen würden. Also eigentlich ja nichts Neues. Wenn das alles nicht neu ist, dann darf man doch berechtigt die Frage stellen, wie viel digital muss ich eigentlich in meine Lehre, in meine Bildung eigentlich einsetzen? Müssen wir also in der Tat in Richtung robotergesteuerten Lernens gehen? Müssen wir in der Tat den Weg, den unwiderruflichen Weg dann gehen, dass wir eigentlich nur noch unsere Kinder vor Bildschirme setzen, wo sie ja eh schon den ganzen Tag verbringen. Und wenn sie dann also privat plus in der Bildung vor Bildschirmen hängen, dann kommen die davon ja gar nicht mehr weg, außer sie machen die Augen zu. Also sind das die richtigen Wege, frage ich. Naja, wir sind offensichtlich in der Entwicklung der digitalen Medien unserer Gesellschaft der letzten Dekaden auf einem Weg, auf der Suche nach einem Plateau der Produktivität. Wir sind auf der Suche, wie wir digitale Medien in der Tat produktiv in unsere Lehre einsetzen, damit erstens die Kids nicht zu Daddelkids werden und zweitens dann aber auch das autodidaktische Lernen sich viel besser aneignen können. Also, wir sind schon so über den Gipfel der überzogenen Erwartung vielleicht leicht weg. Vielleicht hat Corona das nochmal so ein bisschen angefeuert. Aber letztendlich suchen wir diesen produktiven Weg. Ja, und dann ist die Frage, ja, wie mache ich es denn jetzt endlich? Also wenn ich jetzt im Hörsaal beispielsweise stehe, ihr seht das am linken Bild, dann kann ich mit den Menschen direkt kommunizieren. Ich sehe deren Mimik, ich sehe deren Gestik gut mit dem Fingerheben. Das geht auch virtuell, wie wir alle wissen. Aber ich sehe insbesondere in die Gesichter. Ich kann sprechen und zugleich über meine informelle Kommunikation, nonverbale Kommunikation sehen, ob etwas ankommt oder nicht ankommt. Ich kann sehen, ob es Interaktionen zwischen den Lernenden gibt, ob sie sich gegenseitig Fragen stellen oder ob sie abgelenkt sind im Worst Case. Ich kann im unteren rechten Bild sogar in Kleingruppen arbeiten. Gut, das können wir auch alles mit Zoom und so weiter. Aber ich kann dann insbesondere, was ja Hattie und die OECD sagt, vor allem Beziehung aufbauen. Viel schneller, viel effizienter, wenn ich im Präsenzbereich unterwegs bin.
Und das ist eine extrem große Stärke. Und die Frage stellt sich nun, ja, wie kann ich denn sowas nun irgendwie mit digital machen? Und da gibt es, das kennt ihr auch, so dieses Konzept des sogenannten Inverted oder manche sagen auch Flipped Classrooms, indem man sagt, naja, man nutzt die Stärken beider Welten, also der digitalen wie der analogen, macht also einen Teil in Präsenz, einen Teil virtuell und mischt das irgendwie. Und da gibt es im Übrigen auch an der PH Heidelberg gute Erfahrungen und tolle Erfahrungen, die eben aber auch nicht nur toll im Sinne von positiv sind, sondern auch interessant im Sinne von nicht so ganz positive Erfahrungen. Übrigens auch an der Uni Marburg, die damit auch sehr viel experimentiert haben und das wissenschaftlich auch publiziert haben. Es ist durchaus so, dass wenn du einen Unterricht erstmal in Präsenz beginnst, du die Möglichkeit hast, die Beziehung aufzubauen. Und dann kannst du beispielsweise sagen, so, das nächste Mal treffen wir uns nicht in Präsenz, sondern ihr kriegt von mir jetzt erstmal so das ein oder andere Video, vielleicht kriegt ihr ein paar PDFs von mir oder. Das erarbeitet ihr zu Hause, von mir aus auch digital. Und wir treffen uns in der nächsten Woche nicht im Raum, sondern im Zoom beispielsweise oder in einem anderen Konferenztool oder ähnlichem und besprechen das. Und übernächste Woche dann, in der dritten Woche, da können wir uns ja wieder in Präsenz treffen und so geht dieses Spiel immer so hin und her. Also da gibt es so unterschiedlichste Spielarten, wie man diesen Prozess gestaltet hat, aber ihr seht, versteht sicherlich, das ist so die Mischung von analog und virtuell. Die Erkenntnisse, die ich ansprach, sind interessant. Erstens, die erste wichtige Erkenntnis. Im analogen Raum kommen ungefähr so durchschnittlich um die 70-80% der eingeschriebenen Studierenden. Mache ich das in der nächsten Woche virtuell, sind nur noch 50% da. Komme ich dann wieder in der dritten Woche in den Präsenzunterricht, sinkt die Zahl der Präsenten auch schon bei ungefähr 60%, ungefähr plus minus, sehr unterschiedliche Erfahrungen, ungefähr. Gehe ich dann in der vierten Woche wieder ins Virtuelle, sitzen da nur noch 30%. Es werden also sukzessiv immer weniger. Und das liegt daran, meiner Interpretation nach, dass je mehr ich solche Prozesse, solche Flipped- oder Inverted-Prozesse fahre, ich immer mehr die Studierenden an einer langen Leine lasse und damit vor allem auch immer weniger Beziehung zu den Studierenden habe. Und die Studierenden dann, oder nicht alle natürlich, aber doch immer zunehmend mehr, dann natürlich sehen, okay, was muss ich eigentlich machen? Ach, Klausur schreiben, alles kriege ich auch so hin. So, das heißt also im Grunde genommen, es den Studierenden fehlt, den Wert der digitalen Medien, und die man auch für seine Erkenntnisgewinnung in der Tat nutzen kann, diesen Wert nicht zu erkennen. Klar, sie kommen aus einer Wischwelt und nicht aus einer Lernwelt, aus einer digitalen Lernwelt. Erstens. Und dass sie zweitens dann auch natürlich diese Mitnahmeeffekte haben, der geht da auch nicht hin, also gehe ich da auch nicht hin. Okay, die hast du auch schon immer gehabt, das ist nichts Neues. Dass dann aber auch vor allem drittens es den Schülerinnen, Schülern, Studenten schwerfällt, ohne klare Anweisung konkret auf ein Ziel mit digitalen Medien zu arbeiten. Das heißt also, auch hier wieder die Interpretation, ich muss dann als Lehrender, je digitaler ich bin, umso klarer und stringenter klare Lernziele vorgeben. Und je häufiger ich virtuell bin, umso häufiger muss ich das tun und umso klarer. Das heißt also, aller Türschwellenpädagogik der 80er Jahre, ich gehe in die Uni rein, gehe durch die Haupttür und in dem Moment überlege ich mir eigentlich erst, was ich in meiner Vorlesung heute 90 Minuten mache, funktioniert virtuell nicht. Virtuell muss ich das alles exakt vorplanen. Und da sind wir in einem völlig anderen Bildungsverständnis, meine Lieben, in Deutschland als beispielsweise in anglizistischen Ländern. Weil in Großbritannien macht man sowas liebend gern. Und auch in Amerika macht man sowas ganz gerne. Nur in Deutschland machen wir sowas nicht gerne. Und deswegen haben wir so massive Probleme, so vorgehen zu wollen. Also, es scheint dann das Problem der Regelmäßigkeit von Digitalnutzung in der Tat dann auch aufrechtzuerhalten. Wir haben an unserer Hochschule ganz viel damit auch experimentiert. Mensch, wie kann es denn jetzt funktionieren? Brauchen wir Sanktionen? Bestrafen wir Anwesenheit auch im virtuellen Raum? Ja, nein. Wenn ja, wie? Und wie kontrolliert man das? Und so weiter. Summa summarum haben wir das nahezu alle aufgegeben. Und ich persönlich handhabe es mittlerweile so, dass ich sage, Leute, ihr kommt da rein, ob ihr wollt oder nicht, es ist mir letztendlich egal.
Ich hoffe, dass jetzt meine Studierenden das nachher auch in den Aufzeichnungen nicht hören. Aber letztendlich ist das auch ein Weg des Umgangs, weil du dich sonst meiner Überzeugung und Erfahrung nach zu sehr mit Kontrolle und Sanktionierung beschäftigst. Und weil du dann, wenn du permanent fragst, wer ist da, und dann so eine Checkliste machst, wer denn alles da ist, und dann irgendwie danach sanktionierst, dein pädagogisches Prinzip nicht mehr das der Freiwilligkeit ist, was für mich pädagogisch meine Überzeugung, meine Haltung ist, sondern das Prinzip der Angst. Wenn du also über Kontrolle und Sanktionierung Angst erzeugst, und das geht bei den heutigen Jugendlichen und jungen Leuten ganz, ganz schnell, viel schneller als in unseren Zeiten, dann mag es sein, dass du Ruhe hast, aber dann hast du ein scheiß Lernklima. Und dann musst du dich entscheiden, was willst du? Ich habe mich für ein gutes Lernklima entschieden und deswegen bin ich da liberaler, als es andere Kollegen vielleicht sein mögen. Ich hatte ja angekündigt am Anfang, ja, wie geht denn das jetzt? Wie kann man denn das jetzt so machen, gerade so in Anbetracht unserer Zeit jetzt? Ja, gut, dann kann man sagen, okay, man kann sich jetzt technisch aufrüsten. Und Leute, ich komme aus dem digitalen Medienbereich, das ist mein Job, es ist auch meine Leidenschaft, denn kann so ein Arbeitsplatz aussehen, an dem ich gerade sitze, heute Morgen aufgezeichnet. Ich habe also unzählige Bildschirme, alles ist irgendwie mit irgendwas vernetzt, alles ist irgendwie automatisiert. Und wenn ich sage, das Licht soll angehen, dann sage ich, das jetzt nicht, weil sonst geht es tatsächlich an oder beziehungsweise in dem Fall aus. Dann habe ich mein Whiteboard dort in Form eines iPads und dann habe ich meine verschiedenen Bildschirme und dann habe ich hinten einen Flipchart und hinter mir eine Greenwall und dann habe ich alles, was man eigentlich dafür braucht, um quasi Content über den virtuellen Kanal zu vermitteln. Aber, tja, das ist ja nicht alles, weil ich erlebe auch, das habe ich heute Morgen mit Dirk ja auch exerziert, als wir den Test für die heutige Veranstaltung gemacht haben. Du beschäftigst dich schon extrem viel Zeit damit, damit dieser ganze Mist funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, wie viel Zeit habe ich aufgewandt, um diese Präsentation, die ich wirklich neu gemacht habe, bis auf eine Handvoll von Charts, wie viel Zeit habe ich für die Präsentation im Verhältnis zu der Zeit für die Technik verwendet, sind wir in einem massiven Missverhältnis. Ich habe bestimmt 3 Stunden für die Technik gebraucht und 1 Stunde für die Präsentation. Sollte es nicht umgekehrt sein? Sollte ich also nicht einfach mehr Zeit mich damit beschäftigen, wie ich Inhalte mit meinem pädagogischen Konzept und Verständnis rüberbringe und erarbeite? Nein, ich bin in die gleiche Falle getappt, dass ich gesagt habe, ich beschäftige mich lieber mit dem ganzen Daddel und Wischzeugs und mit der Technik als mit dem, worum es wirklich geht. Also, wie kann das denn jetzt aussehen, jetzt gerade so im Corona-Umfeld? Wie kriegt man also diese Welten jetzt so zusammen? Meine eigenen Lernerfahrungen in den letzten 9 Monaten, in denen ich ausschließlich zu Hause vor meiner Bildschirmflut sitze, den ganzen Tag, von morgens bis abends, in der ich ausschließlich alle Vorlesungen virtuell mache, ausschließlich. Es gab nur 2 Vorlesungen, also Vorlesungstage, die Präsenz waren. Also komplett zu Hause sitze wie ein Online-Tutor. Ich überhaupt meine Studenten nicht mehr sehe. Ich überhaupt eigentlich gar keinen mehr sehe. Und eigentlich nur noch zu Hause hocke und mit einem Hightech-Park ohne Gleichen versuche, irgendwie meinen Job hier gut zu machen, sehe ich irgendwie so, nee, das ist nicht die Lösung. Und ich befürchte, dass ich in einem Jahr, vielleicht in 2 Jahren, meinen Hightech-Park wieder abbaue, weil dann alles wieder vielleicht wie früher sein mag. Das wissen wir ja noch nicht. Ich bin aber überzeugt, dass man diese beiden Welten in Zukunft miteinander zusammenbringen muss. Dass wir also aus Corona lernen können, dass das Hybride in einem gesunden Verhältnis von digital und analog sicherlich eine sehr fruchtbare und produktive Lösung sein kann, indem wir auch unsere Lehre und unsere Wissensaneignung und die Wissensverteilung aller 8 Bausteine von Probst, Nord und Co. tatsächlich auch im Virtuellen umsetzen können. Also Technik ist in der Tat das eine. Worauf kommt es an? Ich beschreibe das mal mit dem Wort der digitalen Fitness. Der grenzt sich ganz bewusst von der typischen Medienkompetenz der Medienpädagogik ab. Weil Medienpädagogik ist, finde ich, immer zu monokausal. Es geht in der Medienpädagogik vor allem immer nur darum, eine Antwort darauf zu finden, wie ich ein neues Medium in meinem Unterricht einsetze. Also, jetzt kommen Streamingdienste, also stellt sich die Medienpädagogik die Frage, wie nutze ich Streamingdienste im Deutschunterricht? Und diese Frage ist ja richtig und die ist auch wichtig in der Fachdidaktik, ohne Frage. Aber meiner Überzeugung nach und Erfahrung nach
ist das noch komplexer, was es auf der einen Seite nicht gleich handhabbarer macht, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit bietet, sich einen Schwerpunkt zu suchen. Und ihr seht diese vier Schwerpunkte, das ist dann die soziale Fitness, das ist diese Selbstlernfitness, diese autodidaktische, das ist die eigene didaktische Fitness als Pädagoge und das ist auch die Fitness, eine Leadership zu gewinnen, dass wir als Lehrerinnen, Lehrer, als Dozenten einfach unsere Klientel oder unsere Kunden oder unsere Studierenden, wie man es auch immer nennen will, einfach auch führen müssen. Das ist im präsenten Raum viel, viel einfacher. Das ist im Digitalen deutlich schwerer, deutlich schwerer. Also da muss man dann schon so ein bisschen gucken, wie spreche ich die Leute jetzt an? Was mache ich mit denen, die mit dem iPad auf dem Klo sitzen und ihre Videokamera ausgeschaltet haben? Was mache ich, wenn einer nicht antwortet? Pfeife ich die denn da alle virtuell zusammen? Mache ich alle Kameras an, alle Kameras aus? Mache ich es irgendwo in der Mitte? Also diese ganzen Geschichten, also ich muss das alles wirklich führend anleiten, was ich will. Und das ist abhängig in der Tat von der Fitness, die ich als Lehrer auf der einen Seite habe und den Selbstlernen und sozialen Fähigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler auf der anderen Seite haben. Und ich habe mal so ein paar Bausteine zusammengefasst, die ich jetzt gar nicht lang erklären will, sondern können wir gerne drüber sprechen, dass für mich in der digitalen Bildung die Pädagogik immer an der Front steht. Ich muss immer eine Antwort für mich finden. Welche pädagogischen Methoden nutze ich, damit ich jemanden, der etwas lernen soll oder der etwas lernen will, in der Tat die relevanten Informationen gebe, damit sein Wissen wächst. Und das findet nicht statt, indem ich permanent Curricula schreibe oder Rahmenstudienpläne schreibe, sondern es findet statt, indem ich mit meiner Klientel in einer Beziehung, heißt in einem Austausch bin. Und darum mache ich, wenn ich eine Online-Vorlesung starte, sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig die Frage, so, wir haben heute das Thema Medienproduktion Teil 1. Erste Frage, was wollt ihr eigentlich wissen von mir? Was erwartet ihr euch von dieser Vorlesung? Und dann kann man das sammeln im Zoom, man kann das im Whiteboard sammeln, an der Tafel im Hintergrund, am Flipchart hier vorne bei mir, man kann das sammeln in Miro oder in anderen Tools. Da gibt es ja wirklich alle Möglichkeiten, aber wichtig ist, diese Frage zu stellen und dann die Antworten zu erarbeiten, um daraus dann seinen Content zu produzieren und einen hohen Anschluss, eine hohe Anschlussfähigkeit zwischen dem, was die Erwartung ist und dem, was geliefert werden muss, zu bringen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist der, in dem wir gerade ein großes Forschungsprojekt am Start haben, nennt sich Digital Mental Health, in der es darum geht, okay, wenn ich jetzt als Dozent 12 Stunden sowieso den ganzen Tag hier vor meinem Bildschirm hocke, und ja schon froh bin, wenn ich mein kleines Töchterchen mal sehe, in physischer Gegebenheit, wie bleibe ich denn letztendlich denn dabei auch fit? Und es ist ja nicht nur damit getan, dass ich dann alle Stunde mal aufstehe, dann kann man sich irgendwie solche Fitnessarmbänder dran machen, die erinnern dich dann jede Stunde, steh jetzt doch mal bitte auf, dann macht man das mal. Oder man geht 5-mal die Stunde in die Küche und holt sich einen Tee oder einen Kaffee oder irgendein Keks oder so etwas. Ja, das gehört dazu. Ich meine aber damit, wie viel Digitales kann man sich selber und seiner Zielgruppe zumuten. Wir erleben in der Corona-Zeit, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, auch Professoren, einfach sagen, okay, meine Vorlesung dauerte 4 Stunden, 4 Zeitstunden und dann mache ich 4 Stunden frontal im Zoom. Und dann hämmerst du deine Klientel, die ja eh schon völlig digital out of order ist, weil sie ja plus die 4 Stunden auch noch 7 Stunden Netflix gucken, hämmerst du denn also noch frontal dann voll über die Bildschirme. Leute, was passiert denn da? Da passiert doch nichts mehr. Da kann man als Dozent zwar froh sein und sagen, ich bin jetzt heiser nach 4 Stunden und ich habe einen tollen Job gemacht. Scheiße hat der. Der hat einen Scheißjob gemacht. Ja? Der hat einfach aus egoistischen Gründen so gemacht, was er in der Analogen auch gewohnt ist, was da schon schlecht genug ist, aber im Virtuellen schon gar nicht geht. Also müssen wir uns darüber Gedanken machen. Und das kann man ja auch mit Lernenden gemeinsam machen. Und man sagt, okay, müssen wir jetzt wirklich den normalen Unterricht von 7.45 Uhr bis 12 Uhr hier durchziehen, so wie das in der analogen Welt auch da ist? Oder können wir das gegebenenfalls flexibilisieren, damit wir einfach fit sind, dass wenn wir mit 90 Minuten online sind, vielleicht mal eine Stunde was anderes machen? Und dann spreche ich wieder die Didaktik an, dass ich sage, dann kann ich doch in dieser Stunde vielleicht eine Gruppenarbeit machen oder eine Einzelarbeit, in dem sich jeder zu Hause an seinem Schreibtisch physisch Gedanken macht und wir treffen uns in der Stunde wieder. Also quasi Flipped Classroom im Kleinen, ne, in kleinen Schritten.
Aber das sind alles so Gedanken, damit experimentiere ich. In der Tat mache ich damit sehr gute Erfahrungen, auch meine Studierenden gute Erfahrungen. Wir tauschen uns auch permanent aus, sowohl die Studierenden als auch die Dozenten dann mit mir, und sehen, wir sind auf einem wirklich guten Weg und auf einem produktiven Weg. Das soll es von mir erstmal sein als Input in Anbetracht der Zeit. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe auf eine rege Diskussion. Also ganz, ganz vielen Dank erstmal, Gerald. Ich glaube, es ist schon eine ganze Menge an Fragen aufgelaufen. Ja, vor allem Diskussion hat im Chat schon sehr viel stattgefunden mit vielen Kommentaren, auch von eigenen Erfahrungen. Fragen, ich gucke gerade mal so drüber. Ne, Dirk, wir lassen ja immer den Teilnehmenden ein bisschen den Vortritt. Markus, du hast eine Frage nochmal zum Thema Erfahrungen aus anderen Ländern. Magst du die gerade mal selber stellen? Ja, gerne. Vielen Dank. Es gibt ja andere Länder, also gerade Länder, die ein großes Territorium haben, wie Australien oder Kanada, die schon seit Jahrzehnten den Unterricht in einer Fernlernumgebung anbieten. Wie sind denn dort die Erfahrungen? Weil die Kinder, die sind nichts anderes gewohnt. Ja, also wir haben Studierende sowohl in Australien als auch in Kanada, in einem Fall nur Kanada, aber einige in Australien. Und ich lasse mir auch virtuell immer wieder live berichten, wie es dort funktioniert, auch im Übrigen auch aus anderen Ländern. In Australien insbesondere ist es so, dass hier das Fernlernen eigentlich so stattfindet, wie es bei uns jetzt so auf dem Weg in den Anfängen ist. Also man hat im Grunde genommen seine virtuelle Lernplattform, heißt ein Portal, auf dem Dateien liegen. Und über dieses Portal bekommt man Zugang halt zu virtuellen Konferenztools. Ja? Die in Australien beispielsweise haben sehr viele ihre eigenen andere Konferenztools als wir jetzt hier mit Zoom beispielsweise. Und dort ist es dann in der Tat so, dass dann der Lehrende sich in diesem Konferenztool mit den Studierenden trifft und so wie ich auch jetzt skizziert habe, dort dann halt kommuniziert und Informationen weitergibt. Das ist der Stand in den Ländern. Und man muss sagen, je privatwirtschaftlicher die Hochschulen sind, das ist insbesondere in diesen Staaten so, umso fortgeschrittener ist das. Und da ist es dann, und das ist der Vorteil zu uns hier in Deutschland, dass diese Technologien ausgereift sind. Also ein Download funktioniert auch. Die Dozierenden sind auch in der Lage, ein PDF selbstständig hochzuladen und brauchen dafür nicht 5 wissenschaftliche Mitarbeiter, die das für die machen. Die Kommunikation ist nicht besser, als sie bei uns ist, was ich wahrnehme, wenn ich auch selber mit dabei bin. Aber sie ist selbstverständlicher geworden. Man diskutiert also nicht mehr darüber, gehen die Kameras an oder aus. Also solche Regeln sind einfach viel, viel selbstverständlicher geworden. Da sind wir gerade an den Anfängen. Ansonsten ist es so, gerade Australien hat ja vor 10 Jahren gab es einen Beschluss der Regierung, dass die Schulen mit digitalen Technologien ausgestattet werden sollen. Stichwort waren Laptops und Tablets. Die ersten Tablets, die also flächendeckend in die Schulen gegeben wurden. Und man hat vor 5 oder vor 4 Jahren all diese Technologien wieder aus den Schulen herausgeholt, weil man dort die Erfahrung gemacht hat, die ich vorhin mit der OECD-Studie gezeigt habe, dass sie das Lernen nicht fördern, sondern eher behindern. Und man ist dazu übergegangen, viel gezielter Technologien einzusetzen, die die Kommunikation und die Beziehungsarbeit pflegen. Da hätte ich direkt eine Anschlussfrage, Gerald. Und zwar, gibt es denn eine Art Best Practice Land? Also klar, auch bei PISA ist ja immer wieder Skandinavien, wobei ich den Eindruck habe, dass bei Skandinavien hauptsächlich die reine Versorgung mit Technologie auf einem hohen Niveau ist, nicht unbedingt das didaktische Konzept. Ja. Gibt es denn ein Land, wo du sagst, da müssten wir hingucken, die machen es wirklich gut? Ja, also in der Tat, in den Medien können wir entnehmen, dass die skandinavischen Länder, also Finnland, Norwegen, Schweden, so die Vorreiter sein sollen. Und ich bin in allen drei Ländern unterwegs, vorwiegend in Schweden, und kann mir das dort sehr, sehr genau angucken. Und ja, Gabriele, richtig ist, die Versorgung, die technische Versorgung ist dort exzellent. Ja, exzellent. Du hast in Schweden seit Jahren schon das 5G-Netz, egal wo du dich in diesem Land befindest. In der Tat ist es so, dass die Schulen aber auch nicht so richtig was damit anfangen können. Das heißt also, Versorgung ja, aber didaktische Aufbereitung eher weniger. Und Dänemark gehört im Übrigen ja auch noch dazu. Und Dänemark, auch ein sehr kleines Land mit etwas über 2 Millionen Einwohnern, die haben natürlich nicht so dieses Problem wie wir jetzt in Deutschland mit 83 Millionen. Also das heißt also, man kann sie eigentlich nicht so richtig vergleichen,
Und sie haben natürlich auch eine ganz andere Infrastruktur. Das heißt, wenn man da zur Schule fahren muss, ist man eine Stunde unterwegs. Das ist in Norwegen noch schlimmer. Und in Schweden gibt es jetzt nun auch nicht überall in jedem Dorf eine Schule. Und Großstädte sind ja auch sehr knapp. Also da muss man so gucken, naja, also die Infrastruktur ist eine andere, was natürlich denn in den skandinavischen Ländern eine ganz andere Motivation ist, natürlich auch sich im Virtuellen stärker zu engagieren, insbesondere technisch. Aber besser sind sie nicht. Aber man muss wirklich sagen, ein ehemaliger Student von mir ist in Schweden, in Stockholm, macht dort an der Uni Lehre und viel, viel, viel selbstverständlicher. Aber er sagt selber, wir haben vor letztem im November erst wieder gezoomt, nicht besser. Bärbel, du hast eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar fehlt mir so ein kleines bisschen der praktische Bezug. Also ich weiß, dass ein Vortrag von mehreren Stunden, den es sonst in der Vorlesung gegeben hat, nicht geeignet ist, einfach digital zu machen. Was kann man denn jetzt tatsächlich machen, um eine Beziehung aufzubauen oder eine Kommunikation zu ermöglichen, dass dieser alte Vortrag ersetzt wird? Ja, also idealerweise, wenn du jetzt Beziehung ansprichst, muss man irgendwie einen Zusammentreffen schaffen, indem man sich vor der Vorlesung vorher trifft. Also entweder idealerweise physisch, das konnten wir im Sommer tatsächlich erzielen, dass man zusammenkommt und dann saßen wir da auf einer Wiese und haben dann irgendwie überlegt, wie können wir jetzt eigentlich die Vorlesung, die jetzt dann im Fortgang digital geplant werden musste, dann umsetzen. Das geht natürlich jetzt in der aktuellen Pandemiezeit leider nicht. Dann mache ich so und so startet das auch nächste Woche mit einer neuen Vorlesung von mir, dass wir uns virtuell vorher treffen und dann besprechen, wie der Prozess des Inputs stattfinden kann. Und dann habe ich eine Idee und die präsentiere ich. Und eine Idee kann sein, dass wenn ich jetzt eine Vorlesungszeit, nehmen wir diese 4 Stunden, habe, dass ich sie in viele kleine Abschnitte teile. So in 30 bis maximal 45 Minuten, dann mache ich eine Pause oder eine Selbstlerneinheit und gehe dann wieder in die nächste Struktur. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, 4 Zeitstunden, nehmen wir in 30 Minuten aufteile, habe ich ja 8 Einheiten, die ich machen kann und jede Einheit kommt ein Content. Und das kann ein ganz kleiner Mikro-Content sein. Also ich muss dann, wenn ich sage Medienproduktion, dann mache ich das Lernziel in 4 Stunden Medienproduktion Teil 1, ist zu lernen, welche Technologie brauche ich, um hochwertige Videos zu produzieren, beispielsweise. Dann teile ich das in 8 kleine Schritte ein und so mache ich den Tag. Interessanterweise sollte man das auch so machen, wenn man also so lernstilorientiert, kompetenzorientiert plant, machen wir aber in der Präsenz auf keinen Fall. Also das machen die wenigsten, weil das eine Schweinearbeit ist. Das ist richtig Arbeit. Ja. Aber so kann man es machen und dann bespreche ich das im Vorgang, bevor die Vorlesung passiert, um dann auch herauszufinden, okay, was wisst ihr schon, wo können wir ansetzen, muss ich ganz basic ansetzen oder kann ich ein bisschen höher ansetzen und das ist eine sehr, sehr gute Vorgehensweise, in der man sehr viel Zeit spart und dann sofort die Leute bei sich hat und dann ist man auch in einer Beziehung, denn lernen, sehen die Studierenden oder die Schüler, hey, der meint es ernst mit sich und mit uns und mit dem Thema. Wir haben darüber gesprochen, wir hatten ein Mitspracherecht und dann funktioniert das sehr gut so. Dankeschön. Also ich würde es vielleicht gerade noch ergänzen, weil Bärbel, du hast diese Flipped Classroom-Themen von dem Christian Spannagel erwähnt. Ja. Und er hat quasi diese Lösung auch in der Form durchgesetzt, dass er also sagt, in Ordnung, man kann Theorie online lernen. Dort kannst du auch eine Vorlesung von einer Stunde, wenn du einen Index hast, zur Verfügung stellen. Und wenn du so ein Treffen machst, wie hier jetzt, wir in der Runde, dann diskutierst du bloß noch über Fragen und über Verständnisthemen und Dinge, wo die Leute nur nachkommen und hinterherkommen, wenn sie sich mit dem Inhalt vorher beschäftigt haben. Und Christian hat auch gesagt, die Grundregel ist, er erklärt nichts mehr dafür, was in dieser Theorie drin war, während dieses Treffens. Der sagt, dann sind 5 oder 10%, vielleicht am Anfang 30% der Teilnehmer in dieser Live-Session außen vor, verstehen Bahnhof, weil sie haben sich nicht damit beschäftigt. Aber beim zweiten oder beim dritten Mal haben die sich damit beschäftigt. Er sagt, nicht nachgeben, sondern zu sagen, Theorie online. Und jetzt geht es um Verständnis, Austausch, Übung zu dem, was da drin vorgekommen ist. Und das funktionierte bei ihm damals, wo ich mich mit ihm dazu unterhalten habe, wo er das bei seinen Mathevorlesungen gemacht hat, ziemlich gut. Und dieses Konzept könnte man auch in dieses Online-Themen mit übertragen. Dass man sagt, die reine Theorie brauchen Sie nicht so eine Konferenz wie hier, sondern das nehmen wir jetzt zum interaktiven Austausch. Mhm. Also was war mir eingefallen? Oder Gerald, siehst du das
etwas anders. Ja, ich kenne Christian Spannagel auch gut und ich schätze ihn sehr. Und er hat ja auch den Preis für Flip Classroom an der PH Heidelberg ja auch zu Recht ja auch erworben. Aber man muss auch konstatieren, dass auch er natürlich sehr viel ausprobiert hat, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Ja? Und das funktioniert bei ihm. Das funktioniert bei ihm als Person, das funktioniert bei ihm in seinem Fach und das funktioniert mit seinen Studierenden. Wenn ich das mache mit anderen Studierenden in einem anderen Fach, mag das so nicht funktionieren. Aber es gibt auf jeden Fall ein sehr gutes Muster, das man ausprobieren kann und auch sehr radikal sagen kann, so, ich erkläre hier nichts mehr, sondern ihr findet jetzt ein Video, das gebe ich euch, ihr guckt euch das an und wir setzen daran beim nächsten Mal auf. Klar, warum denn nicht? Aber man wird nicht alle mitnehmen können, das ist ganz klar. Man wird einige verlieren. Darf ich dazu noch mal was sagen? Ja, natürlich. Ja, also ich denke, das ist dieses Konzept selbstgesteuertes Lernen, was auch Schüler schon lernen sollen. Und eine Konsequenz daraus zu merken, also wenn ich nicht selber lernen möchte und motiviert bin, dann ist entsprechend ein Wissenszuwachs nicht möglich. Ich glaube aber auch, dass das etwas ist, was eine Medienkompetenz ermöglichen sollte für Schüler und auch für andere. Und wenn ich daran denke, einen Vortrag von einer langen Zeit, von 4 Stunden, wie viel letztendlich überhaupt dabei angekommen ist, wissen wir ja auch, dass da sehr viel flöten geht. Also ich halte diese Ideen vom Herrn Spannagel wirklich für sehenswert. Also ich möchte den anderen wirklich nahelegen, sich die Videos mal anzugucken, weil das, ja, das macht Spaß, das zu sehen und sich zu überlegen, könnte doch sein. Natürlich wird man nicht jeden mitnehmen, aber im Vortrag nicht und auch nicht in einer Veranstaltung, wo man sagt, bereitet euch vorher vor und wir reden nur drüber. Ich habe jetzt gesehen, dass Andrea noch scheinbar Fragen direkt zu diesem Zusammenhang hatte. Möchtest du die selber stellen? Ja, hallo erstmal. Also es schließt sozusagen nochmal an, weil gerade besprochen wurde, dass man eben, ja, gut, also ich mache es eben auch so, dann Aufgaben reinzugeben und mich auszuschalten. Aber wie kommt dann praktisch das Ergebnis wieder zu mir? Das ist meine große Frage, zumal die Studenten, die ich jetzt habe, auch ohne Kamera Netz sonst überlastet. Und ja, zurzeit kenne ich sie, weil ich sie vorher in Präsenz hatte, aber die Gruppe davor kannte schon nicht ein Gesicht. Ja, das ist noch ein Problem. Aber wie kommt das Ergebnis, dass sonst lege ich immer meins auf und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dann kann ich auch 4 Stunden reden. Und das wäre natürlich hilfreich, da noch ein paar Ideen zu sammeln. Das ist schon eine didaktische Frage. Also nämlich, welches Ziel verfolge ich mit einer Lerninhalt, mit einem Lerninhalt und wie bereite ich die Inhalte vor, damit dieses Ziel erreicht werden kann und welche pädagogischen Möglichkeiten setze ich dazu ein? Das ist ja grundsätzlich immer so. Wir in Deutschland sind wenig lernzielorientiert, obwohl alle Curricula seit Bologna mittlerweile auf Kompetenzziele und Lernziele umgeschrieben sind. Aber ich erlebe einfach so im Kollegenkreis, auch in meiner gesamten schulischen Sozialisation, kein Mensch hat sich um Lernziele gekümmert. Keiner hat sich vorher die Frage gestellt, was sollen die Leute jetzt eigentlich am Nachmittag mehr wissen als heute Morgen? Wie man aber jetzt konkret auf deine Frage, wie man das konkret erreichen kann, ja, klar, du kannst natürlich immer die Online-Leute, die rein, also die Digital-Enthusiasten, die würden jetzt sagen, irgendwie, ja, dann machst du halt immer permanent irgendwelche Umfragen oder sowas, ja. Kannst du bei Zoom ja auch machen. Machst du halt so kleine Wissensumfragen, das kannst du machen. Kannst einen kleinen Minitest machen. Du kannst Studenten natürlich auch immer direkt ansprechen. Den, die du nochmal fragst, sagen sie es doch nochmal in eigenen Worten. Also so über so mikropädagogische so Methoden könnte man die immer wieder leicht antriggern. Und ich glaube, dass das auch ein ganz guter Hinweis ist. Arbeit, das ist natürlich Arbeit. Ne? Das ist ja Arbeit. Also eben nicht nur 4 Stunden reden und sich darauf zu fokussieren, dass ich meine 450.000 Worte in diesen 4 Stunden rüberkriege, sondern immer wieder Pausen mache und dann auf einmal mit den Studierenden da rede. Hast du es verstanden? Ah, nee, hast du nicht verstanden? Soll ich es dir nochmal erklären? Ich kann nur sagen, ich kriege ja alle Evaluationen. Also ich beschäftige 70 Dozenten, interne wie externe, und organisiere und lese alle Evaluationen jeder Vorlesung. Also jeder Student muss jede Vorlesung evaluieren online. Das ist alles automatisiert bei uns. Und dann kriege ich irgendwann alle Ergebnisse. Eine gute Vorlesung ist immer, wenn ein Dozent in der Lage und willens ist, den Inhalt so lange zu erklären,
bis es auch der Letzte verstanden hat. Dann gibt es immer Top-Bewertungen. Wenn ich das nicht tue, also das Gegenteil, 4 Stunden rüberrutsche, kriegt er immer eine Scheißbewertung. Ist ja ganz klar. Weil dann die Studierenden sich ja, die nehmen sich ja gar nicht ernst. Das sind ja Zuhöropfer. Ja? Die sind ja Opfer. Die können sich ja gar nicht wehren, außer dass sie abschalten. Also insofern sollte man sich darüber schon ernsthaft dann Gedanken machen, wie viel Kooperation muss ich von mir geben und wie nah muss ich an die Studierenden und wie oft an die Studierenden herantreten, damit die das, was ich vermitteln will, ein Ziel, auch wirklich dann verstehen. Und manchmal schafft man es in der vorgehenden Zeit nicht. Na gut, dann macht man es anders, gibt man nochmal eine Hausaufgabe oder ein kleines Projektchen oder man greift es beim nächsten Mal nochmal auf. Aber das kann man ja auch vorher klären. Okay. Vielleicht auch noch ganz kurz von mir, wenn du erlaubst, Gerald. Ich habe ja auch ein paar Lehraufträge, unter anderem auch an der DHBW in Stuttgart. Mhm. Und wenn ich so Gruppenphasen oder vor allem auch Selbstlernphasen mache, dann verknüpfe ich das immer mit einer konkreten Aufgabenstellung, die dann eben auch ein präsentierbares Ergebnis erzeugt. Also Beispiel persönliches Wissensmanagement ist bei meiner Wissensmanagement-Vorlesung an der DHBW so ein Teil, wo ich sage, okay, da stelle ich euch Inhalte zur Verfügung, beschäftigt euch erstmal selber mit den Inhalten, wirklich in der Selbstlernphase. Und dann sage ich aber auch schon immer, ja, morgen früh starten wir damit, dass wir mal in einer gemeinsamen Mindmap zusammentragen, welche Methoden und Werkzeuge zum PWM euch denn einfallen. Also die werden nicht ins kalte Wasser geworfen, die wissen schon, ja. Oh, morgen werde ich dazu was gefragt. Und dann ist es natürlich so, dass jetzt, das sind halt leider über 20 Studierende, das finde ich viel für so digital, weil man kriegt die irgendwie alle gar nicht mit. Man hat auch die Kamerabilder immer nur ein paar. Und es ist klar, das ist eine Handvoll, die da aktiv beitragen und viele schweigen, von denen man dann eben nicht weiß, haben die sich jetzt damit beschäftigt? Sind die nur schüchtern? Fällt denen nichts ein? Haben sie es gar nicht gelesen? Aber da bin ich dann auch wieder bei dir, wo ich mir sage, das sind erwachsene Menschen, die bezahlen für diesen Master an der DHBW, die wollen eigentlich was lernen. Wenn sie mein Angebot nicht annehmen, dann ist das ihre Entscheidung, es nicht anzunehmen. Also da mache ich mir dann tatsächlich auch nicht so den Kopf, das dann wirklich nachzuhalten. Hm. Ist natürlich was anderes in der digitalen Lehre, wirklich in der Schule, wo, glaube ich, dann der Lehrende schon noch mal mehr in der Verantwortung ist, nachzuhalten, dass es, wie du sagst, halt auch der Letzte verstanden hat. Aber es ist schon eine Herausforderung, sehe ich auch so. Und vielleicht noch ganz kurz zu dieses Aufteilen in kleine Häppchen. Dann ist meine Erfahrung, man braucht längere Pausen, man braucht mehr Regeneration. Und dann bekomme ich von den Studierenden oft die Rückmeldung, ach Mensch, Gabriele, können wir die Pausen nicht kürzer machen? Also da bin es gar nicht ich als Dozierende, sondern da sind es die Studierenden, die gerne 9-to-5-Job hätten, wo ich sage, naja Leute, wenn ich sonst 8 Stunden Vorlesung habe und wir wollen das digital machen, dann heißt das halt, ihr müsst euch auch abends mal was durchlesen. Dafür machen wir aber auch eine längere Mittagspause zur Regeneration, dann wollen die Studierenden nicht, ja. Und dann sage ich, ja, das ist aber nicht sinnvoll, wenn wir das in 8 Stunden durchhämmern. Ja, aber also ja. Gut, ich habe noch gesehen, Markus hatte noch ein interessantes Thema gehabt, was auch ein bisschen in die Richtung geht. Das war das mit die Lernenden einen Benefit aufzuzeigen. Willst du da vielleicht, Markus, noch was sagen, deine Überlegungen dazu? Das Problem, also es ist so zumindest das, was mir auffällt. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter und habe auch schon ein erwachsenes Kind. Die Diskussion, die auch bei Lernenden immer ist, was habe ich davon? Ja, warum muss ich jetzt einen bestimmten Logarithmus lernen oder einen bestimmten Ablauf lernen? Wenn ich den brauche, dann gucke ich ins Netz. Und ich glaube, das ist mittlerweile so bei allen letztlich das Credo. Ja? Ich muss kein Wissen mehr für mich selbst haben oder muss das abrufbar haben in meinem Kopf, weil ich habe mein Smartphone und dann gucke ich halt bei Google rein und die werden mir dann das Wissen schon vermitteln, was ich brauche, um jetzt in dieser Situation zu bestehen. Und da habe ich so das Gefühl, dass unsere Schulen und auch wir uns auch im täglichen Leben schwer tun, den Leuten zu vermitteln, was ist ihr ganz persönlicher Benefit davon, das zu wissen? Ja, diese Nutzenorientierung spielt eine extrem wachsende Rolle bei den Studierenden. Und Markus, ja, vielen Dank für den Hinweis. Das ist in der Tat so, ich sehe das auch so. Ganz konkret in der Umsetzung hilft es, bei den Inhalten, die ich vermittle, in einer Lerninhalt auch mit zu erklären, warum das jetzt so wichtig ist.
Das kann helfen. Das kommt natürlich nicht bei jedem an. Manche laufen eh ein bisschen verstrahlt dadurch die virtuelle Welt dann hindurch und so weiter. Aber bei einigen wird das ankommen. Und diese Mühe sollte man sich in der Tat machen. Das gelingt nicht bei jedem Thema. Manchmal muss man einfach eins und eins rechnen können. Dann kannst du jetzt die Bibliothek mitfüllen, warum man das machen muss, ja, weil es so viele Anwendungsfelder gibt. Aber wenn ich jetzt Themen habe, in denen das eine unmittelbare Ursache-Wirkung ist, also beispielsweise ich muss wissen, wie ein Weißabgleich bei einer Kamera geht, damit mein Bild nicht zu hell oder zu dunkel wird, dann hat das einen unmittelbaren Bezug. Und dann kann ich auch eine unmittelbare Übung daraus machen und sage, jetzt machen wir es doch mal. Jetzt machen wir mal den Weißabgleich. Dann siehst du, es wird hell, wir machen mal den, siehst du, es wird dunkel. Und dann hast du ja auch was gelernt. Also ja, das ist so. Und zweitens nochmal auf den Punkt zurück. Es ist in der Tat so, dass ich seit Jahren beobachte, dass diese Nutzenorientierung so signifikant ansteigt. Das liegt daran, das ist jetzt leider ein politisches und makropolitisches Thema, dass wir unsere Rahmenlehrpläne mit der Umstellung auf Bologna und seitdem immer voller packen. In kürzerer Zeit immer mehr Content. Das heißt also, die merken ja selber, was die alles für einen Scheiß lernen müssen. Und stellen sich dann natürlich dann die Frage, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Und die Frage ist richtig. Wohingegen man natürlich von der anderen Seite kommt, natürlich auch sagen muss, naja, das können Sie mit 20 natürlich nicht beurteilen, was für Sie alles wichtig ist. Aber das ist halt so, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ne? Das ist der Mittelweg dann, den man da gehen muss. Ja, leider ein bisschen mit Blick auf die Uhr und auf die Länge unseres Videos, ne, haben wir ja gesagt, das sollte nicht zu lang werden, so ein digitaler Inhalt. Und der wird ja viel auch von WMOOC-Teilnehmern dann als Video nachher konsumiert. Würde ich sagen, Dirk, du hast ja traditionellerweise, das soll im neuen Jahr auch so sein, immer das Recht der letzten Frage. Magst du schon mal deine letzte Frage stellen? Gerald, du hast dich ja auch sehr lange Zeit jetzt mit digitalen Medien und sowas beschäftigt, bist auch viele Wege gegangen. Was waren so die Dinge im Nachhinein, wo du in die größten Irrwege reingegangen bist oder wo du sagen könntest, wenn du es zurückdrehen würdest, würdest du das in Zukunft anders machen? Was war also so das bisschen dein größtes Lessons Learned? Ich glaube, mein größter Lessons Learned war die Alllösbarkeit mit Hilfe von digitalen Technologien ablegen zu können. Das heißt also, dass ich nicht irgendwie ein Gadget oder ein technisches Gerät oder sonst irgendwie etwas kaufe, ohne eine Frage vorher gestellt zu haben, welchen Nutzwert stiftet mir das ganz konkret für ein ganz bestimmtes Ziel. Und das ist etwas, was ich lernen musste, weil ich auch gerne mit Technik herumspiele, schon immer seit meiner Kindheit herumgespielt habe und heute eigentlich wirklich nur noch das habe, was ich auch wirklich, wirklich brauche. Und das hat mir einen sehr kritischen Blick auf neue technologische Entwicklungen gebracht, die mir heute den großen Vorteil bieten, dass ich nicht zwangsläufig an selbstfliegende Fahrräder, Flugtaxis, selbstfahrende Autos und Roboter lernen denke. Und ich mir auch diese Welt nicht wünsche. Aber das ist was Subjektives. Vielen Dank, Gerald, für den tollen Vortrag und vielen Dank an alle für die Diskussion, die ja, wie gesagt, parallel im Chat schon sehr rege stattgefunden hat. Herzlichen Dank, Gabriele, für deine Moderation und Dirk, dir auch vielen Dank für deine Zeit, auch in der Vorbereitung. Und vielen Dank an das Publikum, also liebe Leute. Genau, also vielen Dank und ich fand auch viele Aspekte sehr interessant, die im Vortrag vorkamen.